Hallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Terraria auf der PlayStation 4. Ja, heute, ich muss euch sagen, ich habe wieder ein bisschen weitergemacht. Ich habe auf der PlayStation Vita ein bisschen weitergemacht. Und zumindest, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Hier nicht, dass es immer heißt, ja, du bist die ganze Zeit da oben, du buddelst hier einfach nur doof rum und sowas alles. Nee, ich klatsch erstmal die Viecher da unten weg. Ich habe hier schon ein kleines bisschen vorausgearbeitet. Ich habe mir zum Beispiel. Hä? Okay. Ich habe mir mal ein paar neue Waffen gebaut. Also hier ein Blutschlechter. Ich habe mir diesen Bogen hier gebaut. Ich habe mir einen Zauberstab gemacht. Moment, kann ich mal zaugen. Ich habe natürlich auch, glaube ich, ja, ich habe ein bisschen mehr Lebensenergie und so weiter. Denn wir wollen ja auch, ich will ja auch bald mal ein paar Bosse zeigen und so weiter. Damit es auch mal ein bisschen hier abgeht. Lebensenergie, Mana, alles mal ein bisschen aufgetunt. Habe mir natürlich auch ein paar Kisten besorgt. Ich zoome mal ein bisschen ran hier. Auch mal ein bisschen so die Unterwelt zeigen und so. Ich lese auch nebenbei gerade die Kommentare. Ich mag das Spiel nicht, aber trotzdem gutes Video. Aha. Ja, du musst die Videos nicht gucken. Also, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn dir Terraria nicht gefällt, dann ich habe noch andere Let's Plays auf meinem Channel. Das ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht jedermann, jede Sache, solange nicht immer heißt, das Spiel ist doof, Daumen runter. Ja, warum guckt man es denn meistens? Ich verstehe es einfach nicht. Man guckt in ein Video rein, wo man das Spiel eigentlich gar nicht mag. Und dann drückt man den Daumen runter, weil einem das Spiel nicht gefällt. Ich verstehe diese Leute einfach nur nicht. Keine Ahnung. Ja, ich zeige euch mal hier nochmal ein bisschen den Underground. Ich nehme mal besser das Schwert in die Hand. Ich habe hier eigentlich... Oder habe ich das auf der PlayStation Vita noch gespeichert? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich hatte hier schon gemacht. Und mich hier ein bisschen runtergezaubert. Was haben wir noch hier zu stehen? Hi, wirst du Dying Light kaufen? Nö, werde ich... Also, ich hab's ja schon. Aber... ich finde Dying Light, ehrlich gesagt, total langweilig. Wer ich wundert, woher ich das Spiel schon hab, Geheimnis. Aber... Es ist irgendwie eine Mischung aus Metro 2033 und Dead Island, aber irgendwie hat es nichts Besonderes. Gerade die Leute mit diesem russischen Akzent. Ich mag es einfach nicht. Sorry. Ich werde es, glaube ich, nicht auf meinen Channel mitbringen. Red doch mal über die Situation in Frankreich. Ehrlich gesagt, ich habe eigentlich kaum Informationen drüber, da ich wirklich so selten Fernsehen gucke. Das ist, also ich habe auch keine Zeit zum Fernsehen gucken. Ich gehe nach der Arbeit, mache Aufnahmen und dann haue ich mich ins Nest und nächsten Tages wieder arbeiten. Ich habe zwar mitgekriegt, dass da wieder was mit der ISIS war, was meines Erachtens totaler Schwachsinn ist, also nicht jetzt, dass das, was da passiert ist, sondern dass irgendwelche Religionen sich aufdrängen und in den Medien noch größer gemacht werden. Also ihr müsst ja verstehen, die waren ja schon vorher da. Aber durch die Aufmerksamkeit der Medien schenkt man denen natürlich Beachtung, dass die noch mehr Müll machen. Also sozusagen, wir sind ja die Konsumenten, die kriegen natürlich, durch uns kriegen die ja noch mehr sozusagen Anerkenntnis. Durch uns sehen die ja erst wirklich, oh, guck mal, wir kriegen jetzt Beachtung. Oh, jetzt können wir mal was steigen lassen, damit wir groß werden und so weiter und so fort. Und das ist natürlich meine Meinung. Kann ja jeder anders denken, aber keine Ahnung, ich bin auch nicht so der Typ, der sagt, lass die alle umbringen. Ich meine, die Typen, die machen echt Bock Mist, also mit hier Leute gefangen nehmen und foltern und töten und ich weiß nicht, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo die meisten Menschen sich das wirklich gar nicht so vorstellen können, jemanden zu töten. Also
Vielleicht in Computerspielen. Ich meine, jetzt die westliche Seite, also jetzt hier. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich, keine Ahnung, ich raff diese Kulturschnodderei einfach nur nicht. Ich will jetzt nicht böse gegen euch reden, falls jemand irgendwie ja so leicht ja, gottesmäßig Anhänger oder an irgendwas ist. Zum Beispiel die Christen, die sind genauso. Man sieht es bloß nicht jetzt in Völkermord. Das war damals, da haben die wirklich echt, da haben die hier so viel getötet, Hexenverbrennungen und so ein ganzes Schnodder, ey. Die waren damals nicht besser und diese anderen Völker, die sind momentan, wie soll ich sagen, ja, die sind gerade mal in der Zeit, die sind halt auch ein bisschen zurückgebliebener und ich verstehe auch die Menschen nicht, die sich da Anhänger suchen, weil das ist ja das Problem auch mit drinne, dass, wie soll ich sagen, dass sich Leute jetzt von der ISIS, also Europäer, mitreißen lassen. So im Dreh, Menschen töten ist gut und sowas alles. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann mich da auch großteils nicht reinreden. Sorry, wenn das für manchen jetzt irgendwie ein bisschen komisch klingt. Als wenn ich vielleicht, ja, wie soll ich sagen, desinteressiert oder so klinge. Aber keine Ahnung, ich kann da irgendwie nicht mitreden. Ich halte mich auch groß aus kriegsähnlichen Dingen, also zum Beispiel irgendwelches, so Völkermord-Dinger, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ich will davon nichts wissen. Aber keine Ahnung, es muss doch irgendwie in der Welt andere Lösungen geben. Ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich weiß gar nicht, wie ich sowas beschreiben soll. Menschen zu töten, zu foltern, nur um ihre Ideologie zu verfolgen, in vielleicht irgendein Buch, was irgendein Spasti mal entworfen hat, der sagt, ja, das ist der Feind, das ist der Feind. Und dabei war es einfach nur irgendein blöder Sprallo. Das ist genauso, als wenn 100.000 Jahre später irgendwie die Menschheit total ausgelöscht ist und einer findet ein Buch von Star Wars und sagt, Alter, die Jedis, das waren damals Leute. Oh ja, Jedi-Kult, Jedi-Kult. Genau sowas ist das meines Erachtens. Also ich kann jetzt natürlich nicht für jeden zusprechen oder so und kann natürlich nicht jede Meinung gerecht machen. Aber ich weiß nicht, diese ISIS-Leute, keine Ahnung. Manche sagen, ja, die müssten komplett ausgelöscht werden und so. Da sind wir aber auch nicht besser als die. Ich finde, dass keine Ahnung. Mit ignorieren ist es jetzt auch zu spät. Also ignorieren an sich jetzt nicht so, ja, wir machen jetzt nichts dagegen, aber aus den Medien fernhalten. Dass man vielleicht was unternimmt gegen die, aber aus den Medien fernhält. Und das Ding ist, die sind ja auch in Europa, wie gesagt, Frankreich, alles drum und dran. Ah, Frankreich ist sowieso jetzt momentan echt ein Ding für sich. Da passiert jetzt momentan echt so viel Scheiße. Gerade mit diesen, was war das mit diesen komischen Typen da, mit den Scharfschützen und alles drum und dran. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich halte mich aus Medien komplett fern. Ich gucke ab und zu wirklich mal Floyd. Weil da manchmal richtig geile Themen drin sind, er seine Meinung auch besser vertreten kann. Also ich bin ja eher so der Typ, der sich mehr aus allem raushält. Ich Nachrichten und sowas alles, da wird sowieso nur die ganze Welt schlecht geredet. Und wenn was Gutes auf der Welt passiert, das wird verschwiegen. Warum? Weil der Mensch an sich so ist, der Mensch will nur Böses hören. Alles, was gut ist, ist uninteressant. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, warum alle so sind. Das war ja, wie der Gronkh erzählt hatte, in seinem Let's Rutsch, wo er dann erklärt hat, dass Leute einfach mal gefragt haben, umarmt zu werden. Also da wollte jemand umarmt werden und nach zig Stunden sich mal einer getraut hatte, jemanden mal zu umarmen. Und danach erst alle eingestiegen sind. Man muss den Menschen irgendwo zeigen, wo das Gute ist, damit der Mensch auch gut sein kann. Also das Einzige, was wir sehen, ist meistens im Fernsehen zum Beispiel Gewalt, Tod, Mord, Krimiserien, Gerichtsserien,
Ja, so eine Soaps, wo... Oh ja, der Kalle hat gerade das gemacht, der ist voll kacke und so. Und zum Beispiel, ja, aber der Herbert, das ist so ein guter Typ, jetzt hätte ich nicht von ihm gedacht. Alter, wer guckt sich denn bitte so einen Nonsens an, wo es den Leuten einfach nur geht, oh ja, der hat das gemacht, der hat das gemacht und alle fiebern hinterher. Ey, hast du das gestern im Fernsehen gesehen? Der Typ hat das gemacht. Oh, das ist ja so ein Typ. Ey, das sind Schauspieler, seid ihr alle nur behämmert? Jetzt mal ohne Mist. Ja, auch wenn ich jetzt euch damit anspreche, ich finde sowas Schwachsinn. Jetzt mal ohne Mist, ey. Die Menschheit verblödet und kein Wunder, dass manche durchdrehen, ey. Alter, das geht an keiner Kuhhaut, Alter. Das ist... Ich rede mich da auch in Rage irgendwie. Ich weiß nicht, ich verstehe die Menschheit einfach nur nicht mehr. Zum Beispiel Games, Spiele. Die sollten eigentlich was bezwecken, um Leute zu unterhalten. Und vielleicht was Gutes zu tun, dass Leute Spaß haben. Und dann sieht man... Oh, sorry, dass ich wieder auf Games zurückkomme. Leute, die... Ja, PC, Master Race. Alle Xbox- und PlayStation-Spiele sind scheiße. Bah, bah, bah. Das sind auch meistens nur irgendwelche Kiddies mit irgendwelchen sozialen Problemen, die keine Freunde haben oder irgendwas. Alter, ich raff's nicht. Ist denn die Menschheit nur am totalen Verblöden, ey? Das... Ich finde da immer keine Worte. Deswegen kann ich auf solche Themen nicht groß einsteigen. Auf irgendwelche bösen Themen und sowas alles. Über Games kann man mit mir erzählen. Games sind Freude für mich. Da kann man Spaß haben. Das lenkt einen sozusagen auch von dieser... Ja... Von diesen blöden Menschen auf dieser Welt auch ein bisschen ab. Damit ist jetzt nicht irgendwelche Leute gemeint, die mit der Rechtschreibung nicht klarkommen. Sondern wirklich... Leute, die abgrundtief blöd sind, die meinen, anderen Leuten alles schlecht zu machen, die irgendwo versuchen, ja komm, der ist doof, der ist kacke, den machen wir mal runter oder, ja, wir gehen mal, ich gehe jetzt mal auf YouTube zurück, wir gehen mal auf den Channel und da haten wir einfach mal alles, er hat nicht mit mir gespielt, der ist kacke, Alter, jetzt werde ich hier noch sterben. Da unten war Lava. Ja, keine Ahnung. Was haben wir hier noch zu stehen? Ja, sind noch nicht viele Kommentare drin. Ich glaube, das Game ist auch recht neu so auf meinem Channel. Und gerade, ich habe ja sehr viele junge Zuschauer. Und die interessieren sich sowas für mich. Die wollen einfach nur noch Minecraft sehen. Und Minecraft hier, Minecraft da. Aber nur Minecraft... nee. Also nur Minecraft. Das ist nicht meine Devise. Ich weiß, ich habe zwar die meisten Zuschauer auf meinem Minecraft-Channel, also zwecks, also mit Minecraft gesammelt, aber ich möchte auch wirklich mal andere Dinge, Projekte starten, andere Dinge, wo man vielleicht ein Spiel mal reviewt, zeigt und irgendwas macht, was man vielleicht nicht kennt und vielleicht irgendwann auch mal Spaß dran findet. Ich habe jetzt schon einige gesehen in der Freundschaftsliste im PSN, hat ja vorher kaum einer Terraria, ich glaube 2 Leute oder so. Und es sind jetzt mittlerweile 15. Also da gibt's also wirklich Leute, die jetzt Gefallen an Terraria gefunden haben, was ich eigentlich auch schön finde. Ich zeige ein Spiel, was mir zum Beispiel Spaß macht, was euch vielleicht auch Spaß machen könnte. Und es ist ja wirklich nicht teuer, es ist ja kein AAA-Titel. Es ist wirklich ein Indie-Spiel, wo man einfach mal bauen kann, seine Ruhe haben kann, mal ein bisschen entspannen kann und seine... jetzt sozusagen seine Aggressionen hier in einem virtuellen Gegner ablassen kann. Man muss hier nicht irgendwelchen Hass verbreiten und sowas alles. Das finde ich eigentlich recht besser. Ich weiß, manche denken von euch, der redet ja totalen Quatsch hier. Zwecks auch diesem vorigen Thema, was angeschnitten wurde, ISIS und sowas alles. Es geht aber einfach nur darum, ich weiß nicht... Mir tut sowas irgendwie in der Seele weh, wenn Menschen sich töten. Also, ich komme da drauf auch irgendwie nicht klar. Ich meine, es gibt so viel Gutes auf der Welt. Warum wird immer nur Schlechtes gezeigt? Sollen sie die doch in ihr Land einsperren und sollen sie denen ein Zeug übermachen? Ich weiß, Menschenhilfe und alles drum und dran. Aber wir können nichts ändern. Wir machen es doch einfach nur noch schlimmer. Gerade wenn ich jetzt...
sorry YouTube, dass ihr ein USA-Konzern seid, aber dass die USA den Terror einfach nur noch weiter verbreitet. Also, dass zum Beispiel irgendwo nur vielleicht ein kleines Grüppchen ist und dass man dann rumstichelt, so dass dieses kleine Grüppchen sagt, okay, wenn der gegen mich ist, dann halten wir dagegen. Und natürlich, wir als Europäer, die natürlich in der NATO mit drin hängen, sind natürlich dann auch betroffen. Wenn der Amerikaner sagt, ja, wir machen das, dann habt ihr zu folgen. Ich weiß nicht, also ich werde jetzt auch wahrscheinlich viel Shitstorm einfangen. Und ich werde jetzt sagen, ja, du bist doch total der Vollidiot, du hast doch keine Ahnung und so. Ich gebe es zu, ich habe keine Ahnung davon. Alter, was ist... Arobe? Mach mal. Die zieh ich mir mal an. Ich geb's dir mal zu. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht einer von diesen Typen, die sagen, ja, ich weiß alles und sowas alles. Nö. Also, ohne Mist, ich sage da wirklich offen und ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja. Was man sonst noch so in der Welt? Gutes eigentlich wirklich nicht. Was ich ehrlich gesagt jedes Mal schade finde. Und jetzt will ich mal hier runter in den Dungeon. Lalalalalalala. Sieht aber jetzt komisch aus, wie der läuft. Warte mal, was ist da unten? Ich muss auch mal wieder mal ein bisschen aufs Game zurückzukommen. Wie gesagt, der Server hier bei Terraria ist bei mir permanent offen. Also auch wenn ich das Let's Play mache, Mikro ist auch sogar angeschlossen. Wer hier einsteigt, muss natürlich auch, wie gesagt, in Themen mitwirken können, müsste auch Themen anschlagen. Das wäre mir echt lieb, weil ich da ja nicht allzu involviert bin, gerade wenn es um Nachrichten geht. Ich verfolge Nachrichten nicht so wirklich und das könnte ja vielleicht eins mit der Probleme sein, wo einer sagt, ja, du erzählst gerade Mist. Deswegen, ich weiß es, das mit Franka, ich habe bloß wegen ISIS gehört und das war's auch für mich. Mehr habe ich in letzter Zeit überhaupt nicht mitgekriegt. Das war, ist jetzt mein Statement dazu. Huch. Ja, zwecks so spieletechnisch, was kommt auf uns zu? Ich weiß nicht, ob ich es machen werde. Ich wollte es eigentlich, ich wollte ja... am 20. Januar mit Resident Evil, also Resident Evil 1 anfangen, kommt der Remake. Und ich weiß bloß nicht, ob es meinen Zuschauern gefällt, weil... Also euch, weil... Ich habe eher die jungen Leute drauf und ich weiß nicht, dann sagen sie wieder, ich spiele lieber Minecraft. Ich spiele Minecraft sowieso, aber diese Antwort kommt jedes Mal. Irgendwie, keine Ahnung... Und das mit Facebook-Anmeldung bleibt bei Minecraft, denn ich bekomme einfach zu viele Nachrichten momentan. Das ist ja, es sind einfach so viele Nachrichten. Ich komme da drauf, es funktioniert einfach nicht mehr. Anmeldung ist wirklich echt nur noch über Facebook. Was anderes gibt es nicht mehr, denn es ist einfach nicht möglich, diese Aufgabe zu stemmen. Gerade wenn so viele Leute auf die PC-Spiele haben, natürlich das Ding, die sagen, okay. Mein Server ist gesperrt, mir kann eh keiner reinreden, außer auf dem YouTube-Channel selbst, aber ihr seid ja an meiner Freundesliste. Das heißt, ihr könnt mich permanent kontaktieren und das ist auch der Fehler dran. Ich werde wirklich permanent kontaktiert. Es kommt eine Nachricht nach der anderen und ich kann einfach nichts mehr machen. Ich dachte, hier unten in der Pyramide ist noch was Besseres außer der Mist. Lalalalala. Alter, wo kommen denn die ganzen Riesenwürmer her? Wie gesagt, ihr könnt mir natürlich wieder andere Themen geben, ihr könnt mir jedes Mal irgendwas schreiben, weil ihr, wenn ihr ein bestimmtes Thema haben wollt. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich dieses Thema so einhalten kann, wie ihr euch das vielleicht wünscht, dass vielleicht eine Diskussion darüber über irgendwas entsteht, was ihr vielleicht als lohnend erachtet, aber ich nicht wiedergeben kann, weil ich davon nichts weiß. Oder in dem Sinne auch nichts mit zu tun habe. Tut mir da ein bisschen leid.
Ich kann es aber immer wieder probieren. Also wenn jetzt wirklich Themen sind, dann versuche ich natürlich darauf einzugehen. Auch wenn ich davon nichts weiß, versuche ich irgendwo meine Meinung mal ein bisschen zu verbreitern. Vielleicht unterstützt ihr ja die Meinung, vielleicht sagt ihr einfach, es ist scheiße. Ich nehme natürlich alles an. Solange ihr nicht sagt gleich, das Video ist scheiße, nur weil ich irgendwo eine Meinung sage und sowas alles. Das wäre natürlich das genaue Gegenteil. Dann breche ich auch solche Projekte wieder ab. Weil es ist ja, es liegt ja nicht an dem Spiel oder an dem Video selbst. Ich gebe mir ja Mühe, hier irgendwas zu machen. Ich versuche bloß irgendwo einen Standpunkt zu finden, wo ich sage, ja, wo ihr zum Beispiel sagt, ja, das gefällt mir, da können wir öfter mal reingucken, da können wir mal irgendwas starten und so weiter. Ich will ja einfach nur mal mit euch sozusagen eine Unterhaltung führen, auch wenn es nur auf Text basierend ist und ich quatsche. Aber dass ich zum Beispiel mit euch so ein bisschen in Kontakt trete, das ist ja eigentlich mein Ziel, da ich euch ein bisschen so in den Kommentaren ja auch ein bisschen kennenlerne und so weiter und so fort. Denn ich will meine Community langsam kennen. Ich will langsam die Leute ein bisschen verstehen, die in meiner Community sind, wie seid ihr drauf und so weiter und so fort. Das ist nämlich auch mein Ziel daran. Werden einige vielleicht auch nicht verstehen, sagen, ja, was interessiert dich uns? Spiel einfach Minecraft. Na, das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, ich mache mal hier ein kleines Folgenpäuschen. Die kleinen Themen sind ja jetzt durch. Ich hoffe, dass es nicht irgendwann zu viele Themen werden, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Das kann nämlich natürlich auch passieren. Da werde ich natürlich filtern, was ist sinnvoll, wo wird am meisten drüber geredet. Und dann sage ich nur mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig beglücken. Zumindest zu den Worten, die ich sagen konnte. Viel drauf eingehen konnte ich ja nicht. Also ich sage es euch schon mal so. Bevor ihr irgendwas Sinnloses reinschreibt, wie, ja, wie hältst du das mit Ausländern und sowas alles, ich sag's schon mal groß voraus, auch wenn ich da vielleicht irgendwelche Abonnenten habe, die jetzt verloren gehen, ist es mir da ehrlich scheißegal, ich unterstütze keinen Rechtsextremismus. Also das sage ich von vornherein, wer da meint, ich schneide da mal solche Themen an. Da könnt ihr mich, also gerade diese Leute, ich sag's offen raus, ihr könnt mich im Arsch lecken. Also, ich meine, ich bin auch jetzt nicht für linksextrem oder rechtsextrem. Extremismus in aller Form kann mich mal. Gut, da ihr das jetzt gehört habt, warte ich natürlich auf die Daumen runter. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!